So, hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Wie in der Abstimmung gewonnen hat der Stromverbrauchstest bei meiner Siemens. Bei der Maschine. Auf jeden Fall machen wir das mit dunkler Wäsche bei 40 Grad. Pflegeleicht. Wir beladen die Maschine erstmal. Ist jetzt ohne Jeanshosen, nur normale dunkle Wäsche. Ist vielleicht ein bisschen besser, wenn ich es so mache. Genau, guck, ich weiß jetzt noch nicht, wie voll sie wird. Ups. So. Gucken wir mal. Ich habe noch ein bisschen. Also voll wird sie nicht. Dann könnte ich auch kein Pflegel mehr. Okay, könnte ich schon, aber. Genau. Das war's. Also sie ist jetzt so drei Viertel, ja, zwei Drittel voll. Das geht schon. Machen wir die Tür zu. Stellen Sie auf Pflegeleicht 40 mit 1200 Touren. Ich nehme keine Zusatzoption. Das Strommessgerät ist resettet. Ja, und ein Waschmittel nehmen wir dafür jetzt einfach. Nehmen wir mal das Leno. Nee, nehmen wir Persil. Ja. Ich nehme 100 Milliliter hier. Nee, ich brauche noch ein bisschen hiervon, denn ich habe ein paar kleine Fleckchen auf einem Pullover. Wenn es aufgeht, ich nehme jetzt mal den hier. Nehmen wir mal hier einen Esslöffel. Das sollte genügen. Dann kann es auch losgehen. Jetzt spült sie über Vorwäsche ein und dann gleich über Hauptwäsche. Jetzt über Hauptwäsche. Ja, dann sehen wir uns gleich in der Hauptwäsche nochmal wieder, wenn sie ihre 40 Grad erreicht hat. Sie erreicht in dem Programm so 44 Grad. Ja. So, sie hat jetzt ihr Wasser genommen. Guter Wasserstand auf jeden Fall. Auf jeden Fall genug. Genau. Die Wäsche jetzt heißt doch schon. Heizt hier mit 2000 bis 2100 Watt. Genau. Die Strommenge steigt nun langsam an. So, sie ist fertig mit Heizen. Temperatur kann ich jetzt nicht messen wegen dem Vorplastik hier. Wenn ich jetzt hier messe, dann haben wir 25 Grad. Aber sie hat ja jetzt mal ausgemacht. Das ist keine Heizsaison mehr. 0,644 bis jetzt. Rest der 2,10. Ja. Gucken wir mal, ob sie nochmal nachheizt. Genau. Dann sehen wir uns am Ende der Hauptwäsche nochmal wieder oder im Spülen. So, sie pumpt in ungefähr 15 Minuten ab. Ist bei 0,801. Hat nochmal nachgeheizt, zweimal, glaube ich. Boah, wenn ich jetzt hier noch eine Viertelstunde spüre, dann dreimal. Und ja, sehen uns dann am Ende gleich nochmal wieder, um zu gucken, was sie insgesamt verbraucht hat. Und ja, so, sie ist fertig. Sie hat sich schon abgeschaltet. Gehe nach 5 Minuten alleine aus. Ja, die Wäsche ist optimal gewaschen. Und geschleudert natürlich auch und gespült. Genau. Wir haben verbraucht 0,899 Kilowattstunden Strom. Ja, für eine 40 Grad Wäsche, die noch nicht mal voll ist, finde ich das nicht gerade wenig. Genau. Die höchste Wattzahl, die wir mal benötigt haben, ist 2023 Watt. Ja, knapp 0,9. Es ist ein mittlerer bis recht hoher Wert. Ja, dafür hat sie nachgeheizt und halt 44 Grad macht sie. Da finde ich es dann wieder recht in Ordnung. Ich sage einfach mal so, mittlerer Wert für die erreichte Temperatur, Wäschemenge und so. Genau, das war dann mal hier der Stromverbrauchstest.
Das finde ich ein Nachteil der Fensterspülung. Genau. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Wird vielleicht ein Beispieltest, weil der hat nur recht knapp verloren. Ich glaube 50-40% ungefähr. Genau. Dann bis dahin und tschüss.